Willkommen zurück zu einer weiteren düsteren Folge Far Cry 6 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz düster mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die düsteren Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel Nummer 2 läuft. Bewerten, kommentieren mit Discord-Namen und welche Version ihr wollt. PlayStation, Xbox oder PC. Du. Ja, du! Sag ja, mir, was ich. Du weißt. Danny, wir verfolgen einen Konvoi, der bei Lanzas Alter seine Runden dreht. Zeit für einen Guerrero wie dich, ihn auszuschalten. Das weiß ich zu schätzen. Alles klar, mache ich irgendwann mal demnächst, aber nicht jetzt. Wie lange geht denn das Gewinnspiel? Nun, das geht bis Freitag, nächste Woche. Also genau eine Woche, weil heute haben wir Freitag. Wenn du dieses Video schaust, wurde dieses Video an einem Freitag freigegeben. So, ein wenig von allem wäre ganz nett. Ich habe, by the way, hier eine neue Wumme, die nach Spaß aussieht. Aber ich habe keine Munition. Also, wenig. 4 Schuss. Endlich mal vielleicht etwas, womit wir ein bisschen mehr Tod, Elend und Verderben in die Welt von Far Cry 6 zaubern können. Was ist denn hier los? Deswegen renne ich hier auch gerade ein bisschen durch den Busch, in der Hoffnung, dass ich Cojones finde. Was ist hier los? What? Du bist ein Gegner, ja? Alright. Was ist hier passiert? Okay, was geschieht hier? Der Scheiße kann niemand mehr vergiftet werden. Was ist hier los? Carlos? Denkst du daran, dich um diese Sprühflugzeuge zu kümmern? Die sind sehr teuer und die Armee kann die nicht so leicht ersetzen. Warum schreiben wir nicht einfach Nachrichten? Wir sind doch nicht mehr in den 90ern. Immer diese Sprühflugzeuge, die er unbedingt vernichtet sehen will. Was war das? Nun, das war der Tod. So, wir sind eigentlich quasi schon hier. Noch eine Ananas hier drüben pflücken und dann geht's los. Haben wir hier Sprühflugzeuge? Die brauchen ja eine Landebahn. Möglicherweise hier auf dem Gelände. Wir werden es rausfinden. Höp. Oh, ein Taxi. Kann ich eigentlich auch durch die Gegend gefahren werden? Das wäre irgendwie nett. Gut, gehen wir mal rein. Undercover-Modus aktiviert. Wenn ich hier dagegen schieße, befreie ich damit das Tierchen? Yes. Let's go, Tierchen, let's go. Hier gibt's Action. Weißt du was? Moment, irgendjemand schreit hier nach Vorsicht. Ist da oben jemand? Ich mach dann den hier. Das war's mit dem Gift. Schritt für Schritt vertraut der Alte mir mehr. Hier sind schon genug von euch. Okay, das Ding explodiert da hinten leider nicht. Ah, warte, das ist, glaube ich, gerade Verschwendung. Oh, what? Alter, nee, du kannst es voll vergessen, ne? Also, hier so ein bisschen Rambo-mäßig, Action, Jackson. Vergiss es. Du wirst zerlegt. Du hast keine Chance. Du bist so labil. Na, hoffentlich starten wir da oben. Neues Foto, bla bla bla. Ist der Tank hier drüben aber trotzdem zerstört. Hep, einmal rein hier. Okay. Vorsicht, Danny. Okay, irgendwo da oben ist jemand. Mist, ein Hund. Sniper, du detektiv hier oben. So, bitteschön. Have a nice day. Muchacho. Sanitäter ist tot. Ah, Mist. Und let's go. Das war's mit dem Gift. Schritt für Schritt. Alarm ist kaputt. Da machst du nichts mehr, Kumpel. Oh, der Sniper tut da oben.
Und eine Granate. Denkst du daran, dich um diese Sprühflugzeuge zu kümmern? Die sind sehr teuer und die Armee kann die nicht so leicht ersetzen. Ja, die verdammten Flugzeuge, ich weiß. Die sind doch nicht mehr nachvollziehbar. Er will unbedingt diese Flugzeuge. Komm schon, Hund. Bitteschön. Alter, wie viele Granaten haben die? Hier, bitteschön. Bitteschön, vielleicht machen sie Bums. Ihr Gift geht in Flammen auf. Sicher gefallen. So. Haben wir irgendwann später eine Option, robuster zu werden? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir wirklich so leicht umgehustet werden. Hier drüben ist noch so ein komisches Ding. Ein Segen. Ein Segen. Wie geht's? So, das hätten wir. Hier gibt's noch irgendwas zu holen. Ah, hier drüben. Verdammt. Gut. Damit wären wir hier schon mal durch. Und ich habe Munition für dieses Baby hier gefunden. Das ich unbedingt einsetzen will. Komme ich nicht durch. Mies, Alter, mies. Ah, hier noch ein bisschen was mitnehmen. Eine Sprühdose. Wieso eigentlich nicht? So, wo ist denn jetzt hier die letzte Station? Irgendwo da hinten. Ey, alter Mann. Stopp, 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 stopp. Ey. Das war ein Warnschuss. Frech. Jetzt steht er da hinten. Einfach die Karre geben, Kumpel. Gib mir. Lo siento. Ich nehme das mal. Komm. Jetzt. Alter Mann. Komm schon, alter Mann. Ich will dich ungerne töten, aber irgendwie. Es tut mir leid, aber der hat's ja wirklich drauf angelegt. Ich wollte es nicht tun, aber der wollte es unbedingt. Oh, wow, 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 hey, 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 cool. Ich habe jetzt keinen Bock, hier von der Maschine zu fliegen. Weil mir eine Kuh einfach mal so vor den Kühler läuft. Moment. Oh. Kleiner Schatz da oben. Den gönne ich mir natürlich. Gleich ruft Carlos wieder an und sagt, ey Kumpel, vergiss aber die Flugzeuge nicht. Hui! Vergiss die Flugzeuge nicht, Kumpel. Nein, Carlos, ich vergesse die Flugzeuge nicht. Und Action! Hau, hau, hau. Easy, easy. Einer. Oh, da oben ist noch ein Sniper-Dude. Ah. Trifft man wieder nicht da oben. Ich will eigentlich keinen Ärger. Ich wäre froh, wenn ich die hier so unauffällig wie möglich töten könnte. Und die gehen mir hart auf die Fresse. Tja, ein kleines Feuerwerk. Hinter mit dem ganzen Turm sprengen. Wow, 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 kriege ich auf die Fresse. Uff. Okay, da drüben ist schon mal ein Flugzeug.
Okay, Heilung wäre super. Also es muss irgendwas geben für mehr Heilung, definitiv. Ich meine, das gab es ja bis jetzt immer. Supremo habe ich auch ready. Adios, Cabron! So, die Flugzeuge müssen weg, ja? Carlos, es ist erledigt. Gut, dann sehen wir mal, ob Napoleon in der Kenia die Nachricht versteht. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Komm zurück ins Lager. Verlauf dich aber nicht, du Turi. Du Turi. Okay, den einen Flieger will er gar nicht. So, Mission erledigt. Ich will nochmal kurz aufräumen. Au. Boah, die Granate trifft natürlich nochmal. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt nochmal drauf gehe. Ah Gott! Ich bin eine Flak, die weg muss. Durchladen, Chef. Granate, weg! Eieieiei! Oh! Onkel Mario? Hat er gerade Onkel Mario gesagt? Kämpfer, lauf weg. Weglaufen. Au! So, wait a moment. Habe ich hier wieder Munition? Jetzt habe ich hier natürlich keine Munition drin, ne? Müsste Munition finden. Ist hier nirgendwo eine Munitionskiste? Vielleicht da drüben. Oh, da ist Uran. Uran ist gut. Damit kann man sich nämlich die ganzen tollen Superwaffen holen. Ohne Muni wird doof. Munition, Pistole, toll. Wow, wow, wow. Wow, kriegen wir wieder auf die Fresse hier. Also wenn ich einen kleinen Packen Munition finden würde. Ist auch keine Munition. Da würde ich nämlich das Ding da unten zerlegen, weil ich glaube, Feuerwerk ist stark genug. Was haben wir da drüben? Irgendeine Giftkanone. Muss irgendwo ein Munitionslager sein. Ist das Munition? Nein, das ist auch wieder nur Schrott. Was? Finger weg! Vom MG. Ich bin lieber Munition. Ah, wieder keine Munition. Pistolenmunition. Ich finde nur Pistolenmunition. Hier wieder ein bisschen Schrott. Nimm mal eine kräftige Nase von. Au. Na, ich finde nur Pistolenmunition. Ja, ich glaube, wir holen uns das Flugzeug und schauen, dass wir hier Land gewinnen. Gott sei Dank gibt es Zigarren, ne? Wahre Lebensretter. Da bin ich auch keine Muni, oder? Benzin und in der Tasche. Boah, ich bin gleich wieder RIP. Nehme ich hier schon wieder so in die Mangel, ne? Eieiei. Und nochmal Gift.
Ja, rip, 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 rip. Absolut rip. Heilen. Oh, Gott sei Dank. Ah, wow. Okay, vergiss es, Alter. Vergiss es, du kriegst ja einen Schuss ab und du bist erledigt. Das ist der Wahnsinn. Irgendwo da hinten, Dude, schenkt dir ein, fertig. Das ist echt der Wahnsinn. Also im Moment spiele ich einfach mal ein bisschen die Story weiter, um krasser zu werden. Aber ich habe noch nichts gefunden. Ich habe auch mal so geguckt, ob ich mir irgendwo einen Gürtel oder sowas herstellen kann an der Werkbank. Naja, wir sollen mit Carlos reden. Verziehen wir uns von hier, obwohl habe ich jetzt wieder Munition. Okay, ich mache da hinten das Ding kaputt. Die Zeit nehme ich mir nämlich jetzt noch, den Flak da hinten zu zerlegen. Wenn es überhaupt mit der Waffe geht. Mal schauen. Yes! So, Luftraum befreit. Au! So. Ich versteck mich jetzt taktisch hier unten im Gully. Bis die Lage sich entspannt. Wird immer noch gesucht, ne? Okay, ich glaube, alles hat sich ein wenig beruhigt. So, gehen wir hier hin. Geht nicht, weil ich im Kampf bin. Weil ich gesucht werde. Dieser kleine gelbe Strich da muss weg. Na komm schon. Hola. Hola. Hey du. Informationen, Chica. Hallo. In der Tabakfabrik Castillo Señorial gibt es wichtige Infos. Seh dich da mal um, aber pass auf. Ich versuch's. Hallo. In der Tabakfabrik Castillo Señorial gibt es wichtige Infos. Seh dich da mal um, aber pass auf. Da wimmelt es von Soldaten. Danke. Warum hat sie aufgehört zu reden? Einfach so. Ruhig. Einfach so aufgehört zu reden. So, jetzt bitte hier hin. Schnellreise. Ich gehe mal schnell an die Werkbank, aber ich habe nichts gesehen für mehr Lebensenergie. Ah, oder eine Weste. Eine Weste wäre schon sexy. Okay, schauen wir hier mal. Ihr könnt gerne mal was zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Fahrzeuge, Seitenwaffen, Supremo. Aber sonst nichts, womit ich mir hier ein bisschen mehr Lebensenergie schnorren kann, oder? José soll mächtig sauer sein wegen dem Gift. Du hast einen kurzen Prozess mit seinem Laden gemacht. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Vielleicht. Also bitte ich dich jetzt um einen Gefallen. Unsere Leute vergammeln in Josés Gefängnissen. Einer von ihnen, Miguel, ist wie ein Sohn für mich. Wir brauchen einen Gefängnistransporter, um sie rauszuholen. Klau einen, dann treffen wir uns an der Tankstelle beim Gefängnis. Wir fahren rein, laden unsere Leute auf und verschwinden, bevor irgendjemand was mitkriegt. Ich vertraue dir, Turi. Also, verkack es nicht. Lass dir nicht zu viel Zeit mit dem Gefängnistransporter. Ich versuch's. Ich versuche es mir nicht zu viel Zeit zu erlauben. Okay, wo ist denn die Mission? Ach, ich muss einfach irgendeinen finden, oder was? Was haben wir hier? Das ist die Tabakfabrik. Ich habe sie auf den Hauptstraßen von Costa del Mar fahren sehen. Das ist natürlich durchaus möglich. So, dann schwinge ich mich mal in den Heli und wir gehen mal hier hin. Vielleicht finden wir irgendwas auf dem Weg. Oi! Was war denn das eben?
Kannst du das nicht selbst schicken? Das würde ich, wenn dieses scheiß Telefon machen würde, was ich... Was für ein Typ. Ja, die Dinge haben wir schon gesehen. Die Dinge haben wir schon gesehen. Die Gurken hier auf der Hauptstraße rum. Okay, hier drüben, das können wir wieder befreien. Das wird dann eine Basis für uns. Ist das hier einer? Freunde? Nee, das ist keiner. Das ist nur so eben ein Laster. Was ist das hier drüben? Auch irgendein Sperrgebiet. Und irgendeine Kiste gibt es da hinten. So, die Flak ist ja weg, deswegen können wir jetzt hier ganz gechillt. Luftraum wurde befreit. Da siehst du aber mal, wie groß dieses Spiel ist, ne? Das Spiel ist so verdammt groß. Und direkt wird auf mich geschossen. Ein unschuldiger Mann, der nur ein bisschen mit seinem unschuldigen kleinen Heli durch die Luft fliegen will. Ich sehe ihn, Sani. Sani down. Irgendwas Spannendes hier? Auf jeden Fall eine Mission, die wir uns ansehen sollen. Gut, Freunde, ich würde sagen, die Mission, die gehen wir an in der nächsten Folge. Dann räumen wir hier mal kräftig auf. Ich lock mich einfach hier hoch, auf den Turm. Clara, ich glaube, ich bin gleich an der Tabakverpackungsanlage. Da könnte es was Nützliches geben. Schau doch mal, ob du einen Computer findest. Vielleicht finden wir ein paar gute Informationen. Cunha, bin ich jetzt dein IT-Fuzzi oder was? Ja, genau. Dani Rojas. IT-Guerillero. Suerte. Ja, warum nicht, oder? Ich meine, Cyberkrieg. Obwohl, die hier sind ja so rückständig. Wahrscheinlich könnte man die gar nicht damit fertig machen. Gut, das wird das nächste Lager, das wir auseinandernehmen werden. Und zwar so richtig. Oder wir bekommen wieder hart auf die Fresse. Schauen wir mal. 50-50. Supremo ist bereit. Dicker, fetter Spaßraketenwerfer auch. Nächste Folge Action. Denkt ans Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Überprüft das Baseballfeld bei Verdera. Da parken sie immer ihre Fahrzeuge. Verstehe. Gracias. Hättest du das nicht früher sagen können? Na gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss!